Ich sehe sie. Nein. Oh yeah! Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zur ersten Folge Varo. Oh Mann, ich komme mir einfach so dumm vor. Varo, Mann. Leute, das ist ein Spielmodus auf dem... Wie heißt der Server? Auf dem Craft Game Server, genau. Das ist auch... mit dem Spielmodus Varo hat sich der inspirieren lassen. Ich renn zur Kiste. Du rennst zur Kiste, ich glaube, ich renn auch zur Kiste. Und es geht in einer Sekunde. Okay. Ich habe einfach nichts. Bei mir, wenn ich die Kisten öffne, es ist einfach nichts drin. Bist du, wo bist du? Ja, es hat mich schon einer geboxt, Alter. Das kann's ja nicht sein. Ich bin Scheiße, unten. Wo? Okay, ich komme auch runter. Ich hol mir jetzt gerade Holz. Ich mach mir gleich ein Schwert. Wir treffen uns dann zu diesem Frozen River, okay? Es wurden schon einige Leute getötet jetzt. Oh Scheiße, Mann. Ich werd vom Wein geboxt. Wie schwul ist das denn? Okay, ich hab ein Schwert. Ich weiß. Okay, ich... Warte. Kills wieder mal ganz kurz schnell hier den Kills gestohlen. Oh, perfekt. Okay, ich hab jetzt schon ein Team, denke ich, jetzt glaube ich mal ausgeschaltet. Ich schätze halt einfach mal, dass es ein Team war. Wo bist du? Ich bin zu diesem River, weißt du, zu diesem gefrorenen River. Okay, weißt du, ich denke schon. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht so sicher. Da ist ein Mädchen, ich möchte es töten. Komm her! Renn! Okay, es ist tot, ich habe ein Mädchen getötet, ich habe ein Schwert. Renn nach Norden, dann kommst du. F3, West, North. Okay, Kosova. Ich bin hier bei diesem... Okay, ich renn einfach nur nach Norden. Du bist ziemlich weit weggerannt schon. Nein, ich bin... Ab! Warte mal. Nee, ich dachte... Hä? Ich renne in Richtung Norden. Ja, aber schau, ob du, weißt du, an so einem gefrorenen River vorbeigehst. Ja, gehe ich. Und jetzt kommt da... Jetzt ist kein, Okay, Moment. Das sind auf jeden Fall Leute. River entlang. Geh diesen Frozen River entlang. Da bin ich irgendwo. Warte ganz kurz. Du sagst mir jetzt dann einfach gleich deine Koordinaten, okay? Ich habe nämlich gerade richtig Angst. Okay, sag mir mal deine Koordinaten. 83, 63, minus 22. Okay, 83. Das heißt, da bin ich schon mal falsch bei X, weil ich bin auf... Okay, ich glaube, ich renne diesen Frozen River einfach mal entlang. Dann gehe ich aber nach East. Okay, warte. Okay, dann komme ich dir entgegen, weil ich renne jetzt auch nach East. Achso, Moment mal, dann muss ich ja nach West. Ja. Alter, ich kann nicht mehr sprinten. Ich muss den Apfel jetzt essen. Alter, nicht sprinten. Oh, okay. Warte, wer ist das? Ah, Bobstock, ich sehe dich. Komm hier. Wir sehen uns, ja. Ich habe ein Schwert für dich. Ich auch. Ja, du hast auch ein Schwert. Holz, komm. Ich sehe keinen in der Nähe. Oh, super, geil. Ja. Okay, Leute, wie ihr seht, ein ziemliches Highlight hier auf diesem Server. Die haben sich einfach inspirieren lassen von Varo und einfach einen neuen Spielmodus quasi ins Leben gerufen. Das finde ich richtig cool, denn es ist im Prinzip ein Battle und das kann man ja eigentlich nur machen mit Leuten, die man kennt und so weiter auf einem privaten Server. Auf einem offiziellen Server habe ich das noch nie gesehen, ehrlich gesagt, so ein Battle. Doch, ich habe Steine. Außer halt Hunger Games und so. Ja, kannst du mir noch zwei Steine machen? Zwei Steine? Oh, danke. Scheiße, ich kann nicht mehr sprinten bald. Warte, ich mach mir lieber eine Steinspitzhacke, geh das Wagnis ein und hol mir da schnell zwei Steine. Ja, perfekt. Wir brauchen einfach was zu essen. Ich habe aber Seeds, das ist schon super. Es leben nicht mehr viele, ja. So krass, misst keiner. Finde ich voll cool. Und ja, Leute, das kommt jetzt eben bei mir solange das Projekt dauert und solange wir einfach überleben. Ich weiß nicht, ob ich es Varo nenne. Ich finde es ein bisschen nachgemacht. Es ist im Prinzip so wie Varo, aber die Leute denken dann so, oh, ich fake vielleicht Varo, die erste Folge nicht gesehen haben, aber nein, das ist auf diesem Server hier. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal darüber, da ist, glaube ich, die Chance mehr, dass da irgendwie Schweine auftauchen. Kann ich sprinten, also ja, mal. Wir gehen jetzt auch mal ganz normal. Und ja, Leute, wie gesagt, wenn man einmal stirbt, ist man hier auch draußen quasi mit Survival Games zu vergleichen. Und ja, das kommt jetzt wahrscheinlich nicht täglich. Dann, wenn ich zum Beispiel mal kein Video habe zum Hochladen, wenn ich in LTS Aufnahmesperre habe oder wann auch immer. Wir werden das hier alles in einem Stück natürlich aufnehmen. Denn das muss man hier so machen. Also man kann sich nicht ausloggen. Und hier ist einfach Schnetzel pur.
Das ist einfach ein ganz normaler Spielmodus, so wie Hunger Games. Es ist ein ganz normaler Spielmodus, so wie Hunger Games, nur ich finde das so ein bisschen echter. Also, ich finde, Survival Games hat schon so einen richtigen Ablauf so. Und hier, da ist es so ein bisschen noch was anderes. Ja, und Leute mit dabei ist der Kosova. Die Leute, die ihn nicht kennen, die können dann ja mal sagen, hallo. Hey, man kann schreiben, wenn man tot ist, das wusste ich ja gar nicht. Ich nehme Kürbisse mit für Kürbiskuchen, aber ich weiß nicht, wie sowas geht. Ich weiß auch nicht, wie man den Kürbiskuchen macht. Er hat übrigens gerade den gleichen Skin wie ich. Warum, das werdet ihr noch erfahren. Aha. Ich würde eigentlich da gerne rübergehen hier. Lass uns einfach mal hier rübergehen. Und wir sind zu zweit. Danke. Thomas? Ja? Sag schnell, dein Bruder soll googeln, wie man Kürbiskuchen macht. Kannst du bitte schnell googeln, wie man den Kürbiskuchen macht? Wahrscheinlich, aber wir brauchen wahrscheinlich Milch und so. Oh, da ist eine Wand. Oder? Ja. Au. Ja. Ende der. Macht die Schaden? Nein. Nee. Aber das haben sie viel cooler gemacht als in Ender Games. Ja, weil man sieht sie offensichtlicher. Aber in Ender Games finde ich die Wand auch richtig cool. Hä, das ist ja voll die kleine Map. Es ist eine sehr kleine Map, habe ich jetzt auch gerade herausgefunden. Wahrscheinlich, weil es eben nicht so lange gehen soll. Jetzt einfach mal gegen das Mikrofon geschlagen. Es tut mir leid. Kacke. Also ich hole... Da vorne sind zwei. Lass uns die töten. Wo? Ich sehe keinen. Komm. Siehst du die Namen da vorne? Ne. Michi, bitte. Da vorne sind zwei, die haben sich runtergegraben. Wir könnten die packen, Leute, und wenn nicht, dann ist das Projekt hiermit zu Ende. Dann habt ihr eine coole Folge Varo gesehen. Macht dann eigentlich auch bei uns jemand Varo News? Wenn nicht, dann bin ich. Oh, die haben dann einen Eingang gebaut. Ich glaube, der war schon. Nein, noch nicht. Oh, die sind sicherlich da runtergegangen. Eine Fackel? Sneak doch. Ich sehe sie. Ich bin tot! Ich bin tot. Nein. Ich habe beide umgebracht. Du hast beide umgebracht. Oh nein! Scheiße! Oh Mann. Ich bin tot! Ich kann leider nicht spectaten. Wieso bin ich da einfach auch so dumm runtergegangen ohne dich? Warte. Oha, ich habe ziemlich viel Mist. Ich brauche aber den ganzen Scheiß nicht. Okay, Leute. Wie ihr gesehen habt, ich habe, glaube ich, in diesem Projekt hier, ich habe gleich alle geschnetzelt, 4-5 Leute oder so flach gelegt. Auf jeden Fall muss ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Der Server steht natürlich in der Beschreibung. Ihr könnt mir auch einen Kommentar dazu schreiben, wie ihr das findet, dass die so einen Modus nachgemacht haben. Denn ja, also ich finde das ganz cool, dass sich ja einige Spieler Interesse an so einem Projekt haben und vielleicht nicht genügend Leute haben, beziehungsweise einen Freundeskreis, die auch Minecraft spielen. Und da finde ich das ehrlich gesagt ganz cool. Ich gehe jetzt einfach mal in die Lobby. Ich kann dich leider nicht spectaten. Kommt gerade wieder jemand in Skype online. Was soll denn das? Auf jeden Fall ist das hier der Craft Game Server. Wie ihr seht, Craft Games. Und ja, Link in der Beschreibung. Und ich würde euch sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ich würde sagen, das war's. Haut rein und ciao.